Seien Sie herzlich gegrüßt, liebe Zuschauer. Willkommen hier im Parc des Princes. In Paris ist das Wetter richtig schön und es ist klasse, dass Sie wieder einmal eingeschaltet haben. Ich bin Wolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann darf ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Heute haben wir eine hochinteressante Partie im Angebot. Paris Saint-Germain gegen Arsenal. Spannende Geschichte, diese beiden im direkten Duell, Wolf. Da freuen wir uns drauf. Jetzt sehen wir, wie Paris Saint-Germain heute aufläuft. Im Tor heute Gianluigi Donnarumma. Sergio Ramos spielt mit Marquinhos in der Abwehr. Neymar steht. Ah, jetzt könnte es eine gute Gelegenheit geben. Früh bringt er sie hier in Führung. Da ist das Tor. PSG ist hinten. Schauen wir mal, wie sie jetzt auf diesen Rückschlag reagieren. Nuno Mendes. Ja, guter Pass. Einfacher Ball für Ramsdale. Ah, da müssen sie aufpassen. Das war alles andere als ein guter Abschlag. Da passt der Klasse auf. Ecke kommt. Gibt das Foul. Freistoß für den FC Arsenal. Wir sehen das frühe Pressing. Neymar. Die Parade kommt, aber es bleibt gefährlich. Die erste Parade war gut, aber dann bekommen sie halt den Nachschuss und dann fällt das Tor. Da war die Abwehr ein bisschen unaufmerksam. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Gabriel. Xhaka. Arsenal mit dem Ballverlust. Nuno Mendes. Und das gibt Einwurf für PSG. Attention, la propriétaire du Coupé Sport rouge et noir stationné dans un emplacement de bus est invité à la déplacer tout de suite. Saka. Xhaka. Da trennt er ihn fair vom Ball. Ball kommt nicht durch, Abwehr ist da. Ja, Flanke kommt kurz. Bringt die Flanke unter Kontrolle, klasse Aktion. Saka. Sie müssen den Ball abgeben. Fabian. William Saliba. Ball bei Xhaka. Er kommt nicht durch mit dem Pass. Der Verteidiger passt auf. Abgepfiffen. Freistoß für Paris Saint-Germain. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Gabriel Jesus. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Granit Xhaka. Ballverlust Lionel Messi. Das könnte was werden. Gabriel Jesus. Das macht er sehr gut.
Er ist weiter am Ball, Abwehr tut sich schwer. Aber dann kommt doch der Ballverlust. Abwehr ist zur Stelle, Steilpass wird abgefangen. Lionel Messi. Der Ballverlust jetzt. Könnte die Führung werden. Er versucht den Kunstschuss, aber der Lupfer war nicht gut genug. Das ist aber auch schwer. Da muss alles passen, wenn der reingehen soll. Erstmal hier der Ballverlust. Mbappé! Ball wird hier erstmal geblockt. Super Aktion, tolle Technik. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Gabriel Martinelli spielt steil. Toll geblockt. Arsenal hat bei diesem Eckball natürlich die Chance, hier in Führung zu gehen. Ecke kommt ins Zentrum. Und da geht der Torwart hin und kann die Ecke abwehren. Arsenal ist natürlich schon sowas wie das Musterbeispiel in Sachen Konstanz, wenn wir uns die letzten 10, 15 Jahre ansehen. Absolut, da wird langfristig gearbeitet, Trainer bekommen Zeit, viel Zeit. Ich finde, das ist genau das richtige Modell, das Vorbildfunktion haben könnte. Den Ball erobert, da macht sich der hohe Druck bezahlt. Ballverlust Arsenal. Den Freistoß für Arsenal. Eine Minute gibt es obendrauf. Freistoß aus der Distanz, aber echte Gefahr kommt nicht auf. Und so bleibt es erstmal bei diesem Spielstand. Es geht in die Pause. Da ist der Pfiff. Der erste Durchgang ist also beendet in dieser Begegnung. Und weiter geht es hier im Parc des Princes. Durchgang 2 beginnt's. Klasse Aktion da. Mbappé nach diesem Steilpass. Sehr gut gemacht. Die Gefahr ist vorbei. Gabriel Jesus. Sie drängen auf die Führung. Nicht zu übersehen, aber sie bleiben geduldig. Aber dann scheitern sie doch. Ballverlust. Gewinn, gefährliche Position. Thomas. Was macht er draus? Und da geht der Ball vom Pfosten ins Aus. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Nicht gut vom Torwart. Ja, das ist dann doch harmlos. Ja, sowas müssen sie konsequenter spielen. Klasse Tackling.
Saka. Er passt gut auf und hat den Ball. Jetzt wieder der FC Arsenal am Ball. Jetzt der Steilpass. Mit etwas weniger Power geht der rein. Sah mir ganz genauso aus, Wolf. Er versucht es mit ganz viel Kraft, aber nicht drin, das Ding. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Oh, nur Messi. Er ist zu früh durchgestartet. Abseits. Das ist schon eine klasse Ballbesitzquote, die Arsenal hier in der letzten Viertelstunde aufzuweisen hat. Und ich glaube, bei den Chancen, die sich die Mannschaft ja auch erarbeitet, ist das Führungstor nur noch eine Frage der Zeit. Auch jetzt sind sie wieder im Angriff. Sieht durchaus vielversprechend aus. Neymar mit dem Ballverlust. Toll gemacht, vorbei am Verteidiger. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Ein Pass mit viel Auge. Abseits, überhaupt kein Grund zur Aufregung. Gefahr ist erstmal bereinigt. Ah, das war eng, das war knapp. Den Lauf müssen sie besser timen. Dann wird es hier richtig gefährlich. So kann die Abwehr durchatmen. Das Timing hat nicht gepasst. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Tor, da ist es. Er bringt sie hier wieder in Führung. Das haben sie sich verdient. Das haben sie sich erarbeitet. Und jetzt muss PSG hier passende Antworten finden. Oh, der Ballgewinn. Was für eine Parade. Riesenszene, ganz stark gemacht. Bei der Ecke hoffen die Fans auf den Ausgleich. Neymar mit der Ecke. Thomas, den Ball erobert, da macht sich der hohe Druck bezahlt. Ramsdale ist da. Gabriel Jesus. Arsenal kommt auf außen. Jetzt kann es eng werden. Ballgewinn durch dieses frühe Stören. Und das gibt Eckball. Messi verlässt das Feld. Sie wechseln aus. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Ah, da wäre jetzt Platz. Das hätte gefährlich werden können. Gute Aktion. Ødegaard. Ball bei Neymar. Neymar, klasse gemacht. Mbappé nach diesem Steilpass. Super gemacht, er macht sein nächstes Tor. Nummer 2 am heutigen Tage. Er zeigt, wie torgefährlich er ist. Wiederholung dieses Treffers. Erst kommt dieser gefährliche Steilpass von Neymar und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Gut gearbeitet, er hat den Ball. Noch steht hier dieses Remis auf der Anzeigetafel, aber sie greifen nochmal an. Klasse Tackling. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Gute Parade nach diesem Freistoß, aber auch eine dankbare Aufgabe.
Fairer Einsatz hier. Pablo Sarabia. So, 3 Minuten sind noch zu spielen jetzt. Wichtig, er holt den Ball. Clever gemacht, gute Aktion. Ah, Notbremse, ich glaube, das könnte rot geben. Ganz klare Entscheidung, er war letzter Mann. Und so bitter das ist, da konnte es nichts anderes als die rote Karte geben. Der Angriff könnte was werden. Nicht drin. Was für eine Parade, Wolf. Ganz wichtige Szene. Es wäre der Rückstand gewesen. So ist weiter alles offen. Der Ball kommt rein. Er bringt den Ball nicht raus. Da wäre Platz für den Konter. Das könnte die letzte Gelegenheit sein. Wenn sie jetzt treffen, gewinnen sie das Spiel. Da lege ich mich fest. Sie holen also heute nur ein Unentschieden. Das ist natürlich schon ein kleiner Dämpfer, was die Hoffnungen auf den Titel angeht. Aber die Saison ist noch jung. Sie können alles wieder ausbügeln, haben ja immerhin einen Zähler geholt. Der kann am Ende noch helfen. Ich denke, sie sind weiter auf Kurs, auch wenn sie heute leichte Schwächen gezeigt haben.